Hallo und herzlich willkommen zurück zur 29. Folge von der zweiten Staffel von Euro Truck Simulator 2. Heute werden wir uns von Hamburg nach Polen, ich glaube, es war Tschechien oder irgendwie sowas, werden wir dorthin fahren. Und ich würde sagen, los geht's, wa? So, nicht vergessen, dass wir hier wissen müssen, wo lang es geht. Ja, ich würde mal sagen, wir sollen anhalten. Und ich glaube, da kommt keiner. Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Gut, weiter geht's. Fahren wir gerade mal. Da glaube ich auch so weit. Ne, dicker. 1022 Tonnen. Und jetzt da lang. Schöne Tour wahrscheinlich. Glaube ich hauptsächlich bei Autobahn. Ja, das ist doch schon so hauptsächlich Autobahn nach Rostock, dann den größten Teil von Rostock nach Zielort wäre dann über Landstraße. Kriegen wir die Ampel noch? 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 Kriegen wir. Oi! Ich bin übrigens wieder Francesco von den Funky Junkies. Und, oh. Ich bin der Fahrer. Mal schauen, hoffentlich haben wir heute eine angenehmere Tour ohne wirkliche Zwischenfälle. Wäre ja mal was Gutes, was Schönes, was Neues auch, was Entspanntes. So, wir sind immer noch hier so innerorts. Das heißt, wir dürfen auch nicht schneller fahren. Ist natürlich jetzt nicht so pralle, aber gut. Kann man auch hier nicht ändern. 6600 Kilometer hat unser eigener Scania schon auf der Uhr. Beziehungsweise auf dem Tacho. Und es ist kurz vor 5:30 in der Früh. Und da hinten darf man wieder schneller fahren. Ja Mensch, ich habe 22 Tonnen hinten drauf. Wie sollte man hier Gas geben? Du überholst mich sowieso. Was so gut ist. Die Sonne geht so langsam am Horizont auf. Schimmer zwischen den Baumwipfeln durch. Und ab geht's auf die deutsche Autobahn. Wie es sich gehört, wird dann auch gleich, nachdem man auf die Autobahn raufgefahren ist, gewechselt zu einer anderen, um dann nochmal zu wechseln. Haben wir drauf, das heißt, ich glaube, hier Werkstatt upgraden, das heißt ungefähr 120.000 plus 50.000, also 200 muss nicht sein. Also 100.000 sollten noch mehr sein, als wie es jetzt ist. Ja, jetzt halt mal die Klappe da hinten.
Heißt, was war das nochmal? 120.000 Upgrade, 50.000, 150.000. Das heißt, über 100.000 sollten wir einfahren, bis wir dann die Werkstatt upgraden. Und danach. Da hinten steht World of Trucks drauf, geil. Und danach sollten wir überlegen, ob wir nicht uns danach einen neuen Truck kaufen. Dann ebenfalls so für 100.000, dann werden wir 150, dann jemanden einstellen und dann wieder 150, dann haben wir den zweiten. Dann können wir unseren eigenen Truck upgraden. Das ist so erstmal das, was so die nächsten. In der nächsten Zeit folgen sollte. Och Mensch, was fahren wir denn wieder so langsam? Mann, du. Das kann doch nicht angehen. Na, jetzt fahren wir wieder schnell, oder was? Gefällt uns das nicht mehr, Abi? Junge, Junge, Junge. Und ich fahre auch nicht mal Tempolimit. So, überholen wir einmal alle. Ach, dumm, 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 dumm. Ach Mensch, zwei haben wir noch. Dann heißt es wieder einreihen. Ach nö, wir hätten bremsen ja auch mal schauen, ob sich das gleich ändert. Vielleicht fahren sie gleich schneller. Einfach schon mal sicherheitshalber bremsen, blinken. Oh, 280 müssen wir auch nur noch. Dann können wir auch schon mal gleich wieder langsam zum Büro ansetzen. Ich muss blinken, blinken, fahr, 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 fahr! Mando. Mando Diao. Wir befürchten, dass gleich hier nicht überholen kann. Blinken, blinken, blinken. Und. Ja, Mensch, du kannst auch auf der linke Spur, wenn du willst. Wenn du unbedingt überholen willst, dann geh auf der linke. Mann. So, jetzt können wir erstmal auf der rechten Seite bleiben. So, Kollege, jetzt kannst du wieder überholen. Hast dich ja nicht getraut. Mann, ey. Und bleibt auf der mittleren Spur. Natürlich. Warum sollte er auch woanders hin? Oh. Sollte man auch hier hin. Dumm, die dumm, die dumm. Fast verpasst. Entschuldigung, dass ich nochmal 6 nimmt hier hoch drücke, aber es geht bergauf. Boah. Fällt mir gerade auf, eigentlich darf ich nur 70 fahren. Egal. Talentierter Fahrer darf auch schneller fahren. Spaß beiseite, aber so spart man halt Zeit, ne? So spart Zeit. Also, Aufnahmezeit meine ich jetzt. Also wird das Video kürzer und ich habe weniger zu hochladen und so weiter und so weiter und so weiter.
Kann mich mal einer rauslassen? Nein? Nicht? Aber du doch, oder? Du doch. Boah. Junge, 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 Junge. Dann wisst ihr auch schon, wir sind ja in der Nähe von Rostock. Das heißt, es sollte ja demnächst auch auf die Landstraße gehen. Oder zumindest Richtung Landstraße. So, der Kollege hat wohl eilig. Ich meine, den darf doch ruhig überholen. Ja. Der mag uns, der fährt nicht so schnell. Er will ein bisschen länger bei uns bleiben. Okay, ich bleib hier. Dennis geht ja jetzt wieder runter. Ah, Stettin, genau. Stettin ist das ja. Glaube zumindest. Na gut, ich habe ja nichts dagegen, dass er 40 fahrt, aber muss es dann unbedingt 30 sein? Mann. Kann auch nicht so schwer sein. Eurethegen muss ich jetzt hier mit 24 hochzuwagen. Unverschämt. Ich habe Termine, 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 die müssen pünktlich eingehalten werden. Ich fahre für ein... ich habe ein deutsches Unternehmen. Es hat einen Sitz in Deutschland. Das heißt, ich muss pünktlich sein. Ansonsten kann ich gleich umsiedeln. Allerdings bin ich kein Einsiedlerkrebs. Allerdings bin ich ein Einsiedler. Keine Ahnung. Kein Einsiedlerkrebs, glaube ich. So. Das heißt, ab. Na, Stettin, du wirst erst ernsthaft überholen, du behinderter Bus. Du darfst auch nur 60 fahren. Also hier im Spiel. Glaube zumindest. Und siehst du, was hat dir das gebracht? Wolltest du mal ein bisschen hier Geisterfahrer machen oder was hier? Hat ja gut geklappt, wa? Hat ja viel gebracht. Mhm. 60. Wäre es nicht schneller? So, danken muss ich Schnitt. Nicht, dass ich wüsste. Ahahaha. Können wir mal unseren Kollegen zuhupen. Also, sah gerade ein bisschen experimentell, nach einem Experiment aus, so. Ich dachte gerade, da kommt eine Baustelle. Aber es war nicht so. Nicht froh, 144 Kilometer noch und den meisten Teil mit 60. So viel zum Thema 60. Oh, es sind natürlich 22 Tonnen, die uns bergab halten.
Und ich könnte schwören, ich habe ein Tempomat drin, aber der hilft mir scheinbar nicht. Mit einem Tempomat komme ich viel eher voran. Geil, da kann ich den Tempomaten einstellen. Hab ich jetzt ganz vergessen zu huben, fällt mir auf. Ah, mein Ohr. Ah. Nee. Ah, okay. So, dann geben wir wieder ein bisschen Gas, ne? Hier, das sollte hier drin sein. Soll die ja drin sein in unserem Scania, damit man ein bisschen Gas geben kann. Und Tempomat. La la la, wie weit haben wir es denn noch? Ach du Schande. Da haben wir es nicht mehr ganz so weit nach Polen. Ach, nach Russland. Ich frage mich, wie die Map sich verändert hat. Auf der habe ich seit gut 3 Monaten oder mehr nicht mehr gespielt. Aus dem Teil der Map meine ich. Oh, hat er gesehen? Kann er das denn sehen? Unbegreiflich. Es geht wieder bergauf. Ich hätte gedacht, jetzt werde ich überholt, aber gut. Dann halt nicht. Hätte man ja manche Leute überholen im Überholverbot. Manche Leute überholen dann, wenn sie nicht sehen können, ob jemand von vorne kommt. Hui! Wo ist bergauf? Bergauf geht es auch wieder bergab. Ach, ist das schön. Schöne Landschaft. Und da waren es auch nur noch 2, ungefähr 80 Kilometer. Da kommen wir gleich am Roadwork vorbei. Ei, ei, ei. Wow. Frame Drop. Frame Drop! Und er überholt, und er überholt. Und das Überholverbot. Überholverbot. Haha. Schon wieder nicht überholen können. Weil du einfach nicht auf die Tube drückst. So, wie sieht das denn da aus? Oh, sieht aber schick aus. Wollen wir Straße schauen? Boah. Da fahren wir mal hin. Da kommen wir auch nochmal hin. So, 57 Kilometer. Ey, gib Gas, gib Gas! Du siehst ja eh nicht, ob ich mal von vorne komme. Dam, 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 dam.
kurz vorm nächsten Überholverbotsschild. Respekt. So, da fahren sie wohl bald die Ernte ein. Und es geht mal wieder bergauf und wir sind auch schon fast wieder auf der Autobahn, wo wir mal ein bisschen schneller fahren dürfen als richtig. Als richtig. Yippie, Autobahn, Autobahn. Ich fahre auf der Autobahn. Ach, ich habe Vorfall, ist ja nett. Tatsache, sie halten da sogar ein. Und wie ich sehe, ist da vorne zumindest ein Schlafplatz. Komm, was schaffst du? Und so noch eine schöne Tanke, ist ja nett. Ist ja nett, dass man dort auch tanken darf. 24 Kilometer haben wir aber nur noch. Das heißt, mit tanken, das wollte erstmal nichts. Wir dürfen wieder 80 fahren. 80. Oh, das heißt, wir sind bald in Polen. Ja, wir sind ja noch in Deutschland. Das heißt, wir sind gleich in Polen. Na, was macht denn auf der linken Spur? Bremscheck oder was? Und willkommen in Polen. Und da warst du noch 10 Kilometer. Ende der Autobahn. Anfang der Stadt. Ich darf nur noch 50 fahren. Ah, jetzt. War ich mal kurz verwirrt, aber nur ganz, ganz kurz. So. Waren wir schon mal hier. Vorfahrt gewähren. Da kommt keiner. Wo müssen wir denn im Transit? Immer gut zu wissen, wo man hin muss, ne? Oh, was haben wir denn da Schönes? Einparken. Natürlich die Wand nicht vergessen, aber das Tor, das sollte man auch immer mal besuchen.
Okay. Falsche Richtung. Na, passt es nicht? Passt. Und wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Jetzt habe ich aus Versehen auf Enter gedrückt, obwohl ich da vorne schalten wollte, egal. Und Level 9. Hochwertige Fracht. Plus 10% höhere Vergütung, Anstieg um 5% für Lieferung hochwertiger Fracht. So, heißt erstmal Nickerchen mache. Und dann geht's los. Und nächsten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dem Verkehr, den traue ich nicht so hier, weißt du? Der hat mich schon so oft enttäuscht. Tank, ach Tank, sag ich schon wieder. Schlafen, ich habe gesagt. So, selber Tag, neue Fracht, die uns heute oder nächste Woche dann. Oh. Ich würde mal sagen, einem Lüftungsschacht 28 Tonnen Weg ein bisschen weiter ins Herz von Polen. Fährt nach Warschau. Und den Auftrag nehmen wir jetzt. Oh, falsche Richtung. Erstmal an. Darf man ja auch nie vergessen. Danke. Und da ist der Lüftungsschacht. Und mit dem Lüftungsschacht endet auch schon wieder die 29. Folge von Eurotruck-Simulator 2. Mit mir Francesco von The Funky Junkies und ich würde sagen, wir sehen euch vor, ich sehe euch nächste Woche wieder. Hoffentlich. Und dann fahren wir mal ein paar Kilometerchen mehr ins Herz von Polen. Bis denn. Tschüss.